Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Hall of Rack. Was ist der schlimmste Belag für eine Pizza? Richtig. Ananas, der Belag aus der Hölle. Also ich mag Ananas auf der Pizza. Okay, das meint sie nicht so, Leute. Schlimmer als das ist immer noch die Plastikschale für eine Banane. Leute, die haben aus Naturgründen schon eine Verpackung. Meine Bananen kriegen bei mir immer so Druckstellen. Ja, dann setz dich nicht drauf, du Affe. Gib sie doch mir, die sind super praktisch. Und noch schlimmer, der moderne Mensch ist ja nicht mal dazu in der Lage, normal ein Ei zu stellen. Dafür braucht man erstmal einen Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher. Weißt du eigentlich, wie praktisch die sind? Absoluter Trennungsgrund. Wie lange bleibt sie noch? Sie ist Maltes Freundin. Ich weiß, Hannah, das ist ein klitzekleines bisschen schwierig für dich, aber wir können ihr schließlich nicht verbieten, hier zu sein. Warum eigentlich nicht? Weißt du, wo mein Bambusfalzbein ist? Nee. Wenn wir heute nicht dazukommen, Verliebt in Wien zu gucken, da wir unbedingt wieder alle was zusammen machen müssen, dann fliegt irgendjemand aus dem Fenster. Oder hast du keine Lust? Was? Oh, doch, klar. Aber wenn du magst, kannst du es auch alleine schauen. Was? Nein, Tommy. Ich bin mega dankbar für jede Minute, die wir gerade zu zweit verbringen können. Du weißt schon, ohne... Ich kann so nicht arbeiten. Ich auch nicht. Weißt du, wo mein Bambusfalzbein ist? Nein. Malte, du arbeitest nicht. Du bist YouTuber. Du weißt ganz genau, wie viel Arbeit da drin steckt, immer neue Ideen für Videos zu haben. Und damit ich heute mal in Ruhe arbeiten kann, dürft ihr euch heute um Kiko kümmern. Was? Okay, keine Sorge. Sie hat viel mehr Angst vor euch, als ihr vor ihr. Das hier ist doch kein Kindergarten. Das hier ist doch die Mal- und Bastelecke, oder? Nein, das ist unser Origami-Tempel. Okay, ist mir egal. Kann Kiko bei euch mitmachen? Der große Malte ist so fürchterlich beschäftigt. Die kleine Kiko nervt anscheinend dabei nur. Deswegen darf ich mitmachen. Was macht ihr? Ich bin busy mit dem Buch lesen. Ich bastel Origami-Lampenschirme. Wenn du magst, kannst du mitmachen. Das hört sich so viel interessanter an, als Grumpy Cat die ganze Zeit beim Schreien zuzuhören. Lustig, okay, melde dich, wenn die anderen Kinder böse zu dir sind, oder? Am besten meldest du dich nicht, weil du bist ja groß. Oder alt genug, um dich selbst umzukümmern. Hab ich ganz so lieb, ne? Du mich auch. Meide, es ist so entspannt, die Rachel zu hören. Ihr wollt Entspannung, die sollt ihr kriegen. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Awesome Rage Video der Welt. Was findet ihr denn geil daran, anderen Leuten beim Schmatzen zuzuhören? Essgeräusche sind widerlich. Die will ich nicht mal von mir selber hören, geschweige denn von irgendjemand anderem. Früher, wenn du Musik machen wolltest, da hast du ein Instrument gelernt. Und heutzutage reicht es aus, vor einem Mikrofon mit Folie zu knistern, um mehr Alben zu verkaufen als die Beatles. Ihr habt Probleme beim Einschlafen. Ich habe hier eine Zahnarzt-Playlist für euch. 90 Minuten Best of Bora. Hilft vielleicht nicht beim Einschlafen, aber vielleicht fallt ihr ins Koma oder flüchtet euch in eine Ohnmacht. So Leute, wie war das? Geil, oder? Schreibt's mal in die Kommentare und vor allem, was kann ich noch für Formate ausprobieren? Das ist nicht dein erstes Mal, oder? Das ist jetzt wahrscheinlich total klischeehaft, aber ich hatte mein erstes Origami-Tierchen wahrscheinlich echt schon mit 5 gefaltet. Es sollte ein Kranich sein. Und sah dann aus wie eine Schlange mit Flügeln? Bin der Dumb Dad Sister. Willst du nicht mitmachen, Hannah? Nö, ich lese. Sag mal, ist das eine Anleitung? Ja. Nein! Tommy, du weißt ja, wie es am Ende aussehen soll, ne? Ja. Origami ist wie eine Straße. Der Weg führt zum Ziel. Du musst es fühlen. Das ist gar nicht Tommys Style. Doch, schon, klar. Einfach drauf los. Und du bist sicher, dass du nicht mitmachen möchtest? Nein, danke. Aber du bastelst doch total gerne. Komm, dieses eine Mal. Komm schon, probier es aus und du wirst merken, das entspannt dich total. Irgendwie. Irgendwo. Mein Arzt hat mir Sauna verschrieben. Ich hab Dr. Klöbner noch gesagt, mir geht es gut. Aber er meinte, Malte, du musst mal ein bisschen entspannen, ein bisschen Dampf ablassen, sonst explodiert dein Herz. Also Hashtag Entspannung. Ich bin also am Wochenende in die Sauna gegangen. Und kaum mache ich es mir bequem, kommt Tommy rein. Bin ich selber schuld, dass ich Tommy gefragt habe, ob er mitkommt? Ja, macht's das besser? Nein, überhaupt nicht. Denn als der Junge einen Fuß in die Sauna gesetzt hat, sind 2 Dinge passiert. Erstens, seine Brille ist beschlagen und er konnte nichts mehr sehen. Und zweitens, er hat sich gelangweilt. Hey Malte. Ja? Wo bist du? Hier. Was machst du? Ich schwitze. Machst du sonst noch was? Nein. Wolltest du nicht schwimmen gehen? Nein. Aber du sagst doch immer, dass du so gerne schwimmen gehst. Ja. Ich hol dir mal die Schwimmbrille. Nein, danke. Aber sonst bekommst du Chlor in die Augen. Ich gehe ja auch nicht schwimmen. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich schwimmen gehe. Mir ist doch egal, ob du schwimmen gehst oder nicht.
gut. Hey Leute! Hey Hanna! Was macht ihr? Wir schwitzen. Sonst nichts? Nein. Wollt ihr nicht schwimmen gehen? Malte wenig. Warum nicht? Ich will einfach nur hier schwitzen. Shoutout an meine Jodellehrer, Leute. Bester Mann. Das ist ja echt entspannend. Fertig. Oh, Hanna, mach dir nichts draus. Das kann jedem mal passieren. Es ist sehr bunt geworden. Ich fand's eigentlich schön. Naja, aber vergleich dir mal mit Kikos. Also der ist perfekt. Nee, was ist denn schon perfekt? Also na, der? Doch, der ist doch ganz schön gut geworden, doch. Wunderschön. Du, sag mal, was willst du jetzt mit diesen Dingern hier machen? Was meinst du? Also du bist doch pleite und für 35 Euro das Stück kannst du das doch sicherlich gut verkaufen. 35 Euro das Stück? Mhm. Wenn ich 4 Stück am Tag schaffe, 5 Tage die Woche sind 16 Stück. 16 mal 35? 4.200 Euro? Ach, ich wüsste gar nicht, was ich mit so viel Geld machen soll. Ich meine, ich habe einen Job. Ich liebe meinen Job, der wird super gut bezahlt. Echt jetzt? Nein, ich hasse meinen Job. Tommy ist Schiedwetterkorrespondent. Währenddessen zieht die Sturmfront weiter. In ganz Norddeutschland regnet es. Schalten wir dazu zu unserem Junior-Sturm- und Niederschlagskorrespondenten Tommy Thor-Lingling nach Pinneberg. Hier Tommy Thor-Lingling, live aus Pinneberg. Es regnet. Danke, Tommy. Und jetzt geht's hier weiter mit dem Sport. Aber immerhin ist der Kaffee umsonst. Immerhin? Der schmeckt furchtbar. Also ist so ein Origami-Webshop doch eine gute Alternative? Hilfst du mir? Das kannst du schnell sehen. Ich hol jetzt mehr Bastelkleber und du siehst zu, was du auch immer machen musst, damit du Geld verdienst. Ich schaue über die fertig gebastelt nochmal drüber. Kann ich auch was machen? Nee, danke, das passt schon. Ich mache uns Popcorn. Ah, das ist leider leer, das haben wir gestern Nacht aufgegessen. Gestern Nacht? Kannst du eigentlich HTML? Wir? Wie? Wer? Was? Hast du gestern Nacht schon was mit Kiko gemacht? Also, wir konnten nicht schlafen, dann... Verstehe. Viel Spaß euch beiden. Alles okay mit ihr? Nee, ich muss mich darum kümmern, sorry. Okay. Hanna, es tut mir leid. Hi, Tommy. Hör mal, es ist ja nicht so, als hätten wir uns verabredet oder so. Wir konnten halt beide nicht schlafen und sind nachts in der Küche zufällig aufeinander gestoßen. So wie wir auch manchmal. Dann haben wir ein bisschen geredet und eins führte zum anderen und dann haben wir eine Serie geschaut. Oh wow. Wirklich nur eine Folge und es hat mir nichts bedeutet. Lass mich raten, gelacht hast du auch nicht. Ich habe nur so getan und ich habe dabei wirklich nur an dich gedacht die ganze Zeit. Oh, ich bin so gerührt. Es hat mir wirklich nichts bedeutet. Okay, Tommy, ich muss nur eins wissen. Was habt ihr geschaut? Also wir haben die neuen Folgen Verliebt in Wien geschaut. Okay, lass mich einfach in Ruhe. Hanna, es hat mir wirklich nichts bedeutet. Alles gut, ist ja nur eine Serie. Vergeben und vergessen. Wirklich? Ja, so wie ich es vergebe und vergesse, dass du nicht mit mir arbeiten möchtest. Hanna, so war das doch gar nicht gemeint. Oh, sorry, dann war das meine Schuld. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Tommy. Das macht ja nichts, das kann ja jedem mal passieren. Alles gut. Geh jetzt, bevor ich was sage, was ich nicht wieder zurücknehmen kann. Soll ich vielleicht Kiko holen, damit sie dich trösten kann? Mach, was du willst, okay? Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Was denn? Mich zu ersetzen. Sie hat schon mal und jetzt will sie noch einen besten Freund ausbauen. Aber Hanna, Kiko kann dich doch nicht ersetzen. Die kann dich doch nicht wegnehmen von mir. Du bist meine Hanna, ich hab dich lieb. Aber manchmal bist du echt bescheuert. Ich hab dich auch so lieb. Ihr Lieblingscharakter ist Jeremy. Und dabei weiß doch jeder, wir lieben wen? Ich hab's vielleicht nicht verdient, aber würdest du vielleicht die Folgen nochmal mit mir zusammenschauen? Weiß ich noch nicht. Also ich weiß, dafür sollten wir Kiko jetzt eigentlich richtig hassen. Aber eigentlich ist sie total okay. Würdest du mir einen Gefallen tun und versuchen, ihr noch eine Chance zu geben? Sie ist Maltes Freundin und wird öfter hier sein. Und dann wär's schon besser, wenn wir uns alle gut verstehen. Wisst ihr, was der Boden sonst auf YouTube ist? Na, stellt euch einfach eine Skala vor. Auf der einen Seite sind coole Leute. Ju, kurz gesagt, Space Rocks, die recherchieren, die eigene Ideen umsetzen wollen, die geile Videos machen. Ihr seid cool, macht weiter so, ich hab euch lieb. Und auf der anderen Seite, ja richtig, das sind React-2-Videos. Unqualifizierte Meinungsäußerungen von irgendwelchen Schattenpackern, die meinen, zu jedem Video auf dieser Plattform reagieren zu müssen. Und wisst ihr auch, was React-2-Videos sind? Das sind die Bad Boys hier, in denen ich jetzt eine Tsunami an Reaktionsvideos auf Reaktionsvideos hochladen werde und sie zur Mülle, weil sie es nicht anders verdient haben, diese verdammten... Hey, Schnubbi-Bubbi, na? Hey, was machst du? Ich arbeite. Aber vielleicht kannst du mir helfen, weil dieses React-2, das zündet überhaupt nicht. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem möglicherweise neuen Format. 10 Things Not to Say to Folge 1.
kleinen Menschen. Nummer eins. Also, redet einfach nicht mit uns, wenn ihr ein Kopf, zwei Kopf, wenn nicht sogar drei Köpfe größer seid als wir. Ihr werdet ständig das Gefühl bekommen, dass wir euch in die Nase schauen. Wir schauen auch euch in die Nasen. Das ist einfach nicht schön für beide Beteiligten. Hm? Nummer zwei. Oh, Hannah, du kommst gerade perfekt. Kann ich dich kurz entführen, Kiko? Na klar. Bis später dann. Und putz dir die Nase größer. Hab ich. Du magst mich nicht sonderlich, oder? Was? Nein, ich kenne dich ja gar nicht. Es ist für mich einfach seltsam, Malte mit einer Freundin zu sehen. Ich musste mich da erst dran gewöhnen, dass noch jemand anderes da ist und... Es ist halt so, es ist total komisch für mich, in so eine neue Gruppe zu kommen und dann schwärmt Malte noch so von dir und seiner WG. Da möchte ich einfach so dazugehören und ich neige halt oft dazu, einfach so über die Zähne hinaus zu schießen, weißt du? Aber ihr passt echt gut zusammen. Und seien wir mal ehrlich, er kann froh sein, dass er dich abbekommen hat. Der Typ ist ein Freak. Da ist was dran. Es ist jetzt total Banane, aber ich habe was Kleines für dich gebastelt. Für dich. Vielleicht können wir ja doch noch Freundinnen werden. Ein Kleinhorn? Das ist süß. Und möchtest du vielleicht mal mit mir Kaffee trinken gehen? Klar, gerne. Ja? Schatz! Kannst du mir helfen bei dem Video? Meine Pflicht ruft. Also, ich melde mich bei dir wegen des Kaffees und du schreibst mir, wann du Zeit hast. Ne? Okay. Bis dann. Besser. Das Osterfest steht vor der Tür. Malte? Du bemalst die Eier. Kiko, möchtest du dich um den Osterbrunch kümmern? Ja! Hanna, du bist für die Osterdeko verantwortlich. Ich kenne Hanna, jede Menge Überraschungen, aber auch eine Menge Müll dabei. Wie wär's mit Ostern im antiken Rom? Okay, das ist jetzt aber nicht klassisch Ostern, oder? Was wird das? Ostern ist ein Fest des Unnormalen, stimmt's? Hanna braucht nur jemanden, der sie daran erinnert, was ihre Aufgaben sind. Und dann läuft das auch. Bestimmt.